Die Mannheimer Haarquadrate in der Innenstadt. Über 150 verschiedene Nationalitäten leben hier fast immer friedlich nebeneinander. Selim Öztürk hat hier ein kleines Kaffeehaus. Er selbst ist Türke mit deutschem Pass. Bei ihm sitzen junge Kurden und Türken zusammen an den Tischen, auch jetzt trotz des Krieges. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind alle traurig, dass sowas dort passiert. Wir können es leider nicht beeinflussen. Ja, wir sind alle zusammen hier Hand in Hand und das finde ich auch gut so. Trotzdem, der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien ist Thema im Viertel. Das Kurden-Türken-Problem, ja, das wird hier immer mehr zum Problem werden. Was ich eigentlich nicht finde, dass das auf deutschem Boden ausgetragen werden sollte. Ich denke mal, das sind die Dummköpfe, die sich gegenseitig irgendwie versuchen, mit anderen Mitteln durchzusetzen. Aber wir sind Brüder. Wir machen das nicht zum Konfliktthema unter uns. Das wird auch nie passieren. Also in Mannheim definitiv nicht. Doch der Konflikt lässt sich nicht wegdiskutieren. Im kurdischen Verein Mannheim-Ludwigshafen haben noch viele enge Verbindungen in ihre Heimat. Was dort derzeit passiert, treibt sie jede Woche auf die Straße und ihre Wut wächst. Wir können Gewalt natürlich nicht ausschließen. Und wenn morgen irgendjemand das tut, dann ist es nicht mit unserer Zustimmung. Wir lehnen nach wie vor ab. In der Mannheimer Moschee wird derzeit für die türkischen Soldaten gebetet, die gegen die Kurden in Nordsyrien kämpfen. Solche Provokationen gibt es von beiden Seiten. Dabei haben sich Kurden und Türken schon vor 4 Jahren in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, die Konflikte in ihrer Heimat nicht in Mannheim auszutragen. Wir müssen vorsichtig sein gegen jegliche Provokationen und nicht voreilig handeln, Vernunft bewahren und aus der Herzensebene ausgehend auch auf die anderen hingehen und nicht immer mit diesen Politisierung und Instrumentalisierung. Solange der Konflikt anhält, solange werden die Kurden in Mannheim weiter demonstrieren. Sie haben ein Recht darauf. Noch bleibt es dabei zwischen ihnen und den Türken friedlich. Doch je nachdem, was in Syrien weiter passiert, könnte es auch in Mannheim zur Konfrontation kommen. Man wohnt nach wie vor untereinander, aber durch solche Konflikte bricht natürlich dann auch vieles weg, das sich über Jahrzehnte hin aufgebaut hat. Der türkischstämmige Kaffeehausbesitzer Selim Öztürk will sich nicht in den Konflikt hineinziehen lassen. Das schadet dem Geschäft. Wie alle anderen hier lebt auch er von der friedlichen Koexistenz der Kurden und Türken in Mannheim.